Geschenke sieht man nicht im Hintergrund. Ich habe nämlich im Hintergrund schon ein paar Geschenke für Frisches. Der hatte ich vorhin, weil mir beim Drucker helfen musste, weil da irgendwie was nicht funktionierte. Musste ich eine Decke über seine Geschenke legen. Jetzt hoffe ich nur, dass man sie nicht sieht, aber ich glaube. Ich glaube, da ist die Säule vor. Danke, Mappa. So. Fleißig zu Ende gecraftet. Danke, Hybrid. So. Goldschmied. Eieiei, was ich da jetzt alles schmieden kann, ey. Okay, warte mal. Ich muss einmal kurz gucken, was ich gebrauchen kann und was nicht. So. Einmal hier hin. Dann fertigen wir das einmal. Ist das egal, wohin? Ja, okay. Jupp, die ist besser. Gott, so viele Fenster, ey. Okay, polierter Blutstein fehlt mir dafür. Silberquarz, Runenstein. Mhm. Okay, polierter Blutstein. Muss ich mal gucken, dass ich irgendwie an den polierten Blutstein rankomme. Oder konnte ich den aus den anderen arbeiten? Ah, okay. Dafür brauche ich die ganz normalen Blutsteine. Gut, dann habe ich ja wenigstens was, worauf ich jetzt achten kann. Weil wenn wir dann... da ist einer aus meiner anderen Gilde. denn wenn ich dann genug Blutsteine habe, kann ich mir die neue Waffe craften. Also den für den Kundigen brauche ich ja hier nicht. Opalarmband. 21. Lockens. Beweglichkeit. Bleiben wir dabei mal, oder? Aber ich könnte ja einen als Beweglichkeit und einen... einen Block. Mal. Was ist das hier? Fixer. Nee, das ist besser. Wir nehmen das. So. Dann haben wir hier noch eine Halskette. Ja, auch die ist besser. Das frage ich eigentlich. Natürlich ist sie besser. Aber... Halskette? Ich hätte eigentlich gerne keine Punkte ausgeben, aber es musste sein. Passiert. Die sind bei mir gut angelegt. Bei... ja. Warte, warte, warte. Silberring.
Hab ich hier noch? Ist das ein Silberring? Nee, Kupferring. Kupferring? Nee, das andere ist eigentlich noch ganz gut. So, und jetzt müssen wir unbedingt danach Blutstein Ausschau halten. Unbedingt. Was darf ich an diesem wundervollen Tag für euch tun? Wurde eigentlich forever VIP. Wobei du ja sowieso kein VIP sein kannst, wenn du mochtest. Also es würde sowieso noch nicht gehen. Ich sage, du willst irgendwann kein Mod mehr sein. So. Ich glaube, jetzt haben wir erstmal genug gecraftet. Jetzt muss ich für die Blutsteine sparen, beziehungsweise darauf achten. Dann finde ich hier nochmal ein VIP-Händler. Ja, so in etwa. So in etwa. Eigentlich nicht, aber... So, ich glaube, wir machen jetzt das hier einmal. Ich habe das grüne VIP. Das grüne VIP. Ja. Ihr wollt die mit mir sprechen, ist auch noch okay. So, dann geht's mal ins tänzende Pony rein. Hallo Kätzchen. Hallo. Hallo. Hi. Die zwei Gasthäuser. Wie kann ich zu Diensten sein? Sprecht mit Bingo im Tänzel der Pony. Herzlich willkommen im Tänzel der Pony. Macht es euch euch gemütlich. Und keine Scheu, bitte. Herr Buffin hat schon einen Tisch im Schankraum gefunden. Und mir gesagt, dass ihr kommt. Bitte lasst mich wissen, wenn ihr etwas benötigt. Und genießt die Speisen, Getränke und die Gesellschaft. Oh, Katze. Es gibt so viel zu tun. Okay, gut. Ich weiß nicht, zu welcher Quest das ist, aber... Prolog, hier. Es gibt so viel zu tun. Kann ich den Mantel brauchen oder nicht? Nö. Kann ich nicht gebrauchen. Na, wem suchtet ihr noch? Oh, Streicher? Ja, nicht, dass es nicht mich etwas angeht. Aber ich würde diesem Waldläufer aus der Wildnis nicht zu nahe kommen. Er ist ein seltsamer Kerl. Nicht, dass er keine interessanten Geschichten erzählen könnte, wenn ihm der Sinn danach steht. Nun, ich sehe, dass ihr mir nicht zuhören wollt. Streicher bleibt meistens für sich. Geht vom Schankraum aus links durch den Gang und dann weiter geradeaus, bis ihr nur noch nach rechts könnt. Folgt diesem Gang, bis ihr eine Treppe nach oben erreicht. Streicher befindet sich in dem Zimmer rechts der Treppe. Nun, ich muss mich um meine zahlende Kundschaft kümmern und habe keine Zeit zum Plaudern. Wenn ihr wisst, was ihr was ich meine. Es gibt hier viel zu tun. Okay. Eine Sache vertreibt eine andere. So viele Leute kommen und gehen heutzutage. Es gibt allerdings einen Gast, auf den ich gerne verzichten würde. Wer zahlt für sein Zimmer und scheint genug Geld zu haben? Ein Grübler, der die dunklen Winkel des Gasthauses bevorzugt und mit niemandem spricht. Die meisten Leute haben ein bisschen Angst vor ihm. Gerstenmann senkt seine Stimme. Er ist einer von diesen Waldläufern. Nennt sich selbst Streicher. Geht vom Schankraum aus links durch den Gang, dann weiter geradeaus, bis ihr nur noch nach rechts könnt. Also ja, das ist die gleiche Wegbeschreibung wie ihr. So, dann ist hier aber eine Heilerin. Was kann ich für euch tun?
Hier kann man dann wieder Tränke kaufen. Jede Menge Tränke. Und hier könnten wir unsere Frisur ändern. Hallo. Frisur, Haarfarbe, Augenfarbe. Aber ich bin mit mir zufrieden, also passt. Ich brauch das nicht. Musikant von Bre. Okay, das ist für die Baden wichtig. Nehmt euch zu essen und zu trinken und trällert ein Lied oder auch drei. Ja, ich trälle drei Lieder. Ah, da seid ihr. Was für ein schöner Ort. Nehmt euch zu essen und zu trinken und trällert ein Lied oder auch drei. Es gibt hier von allem reichlich und wir sollten zum allgemeinen Lärm ruhig auch noch unsere Melodien beitragen. Milo hat mir ein wenig von der Geschichte der Stadt erzählt und sagt, dass sie noch von der Besiedlung des Auenlandes von Hobbits gegründet wurde. Ich weiß zwar nicht, ob das stimmt, aber er ist sich da ganz sicher. Er ist ein feiner Kerl, aber ich glaube, da irrt er sich. Ich weiß zwar nicht, wo die Hobbits ursprünglich herstammen, aber im Auenland gibt es im Vergleich zu Bre so viele von uns, dass es bestimmt älter ist. Es trinkt und singt, das ist nicht die Zeit zum Streiten, auch wenn Milo bei der Geschichte falsch liegen sollte. Okay. Also, wir trinken ein Bierkrug. Hallo? Hörst du auf, dich zu drehen? Zwei Bierkrüge. Drei Bierkrüge. Dann essen wir was. Dann essen wir nochmal was. Und dann essen wir nochmal was, was nicht einfach ist, während sie alles dreht. Den Fehler sollten sie unbedingt mal beheben. Oh Gott. Anstrengend. So, und dann Arme auf den Tisch singen. Mehr Bier? Nee, das reicht. Wir singen jetzt schon. Stumm. Mehr Speisen. Mehr Boah, Getränke, noch mehr. Und mehr Lieder. Großartig, ihr habt eine hervorragende Singstimme und ich bin beeindruckt, wie viel Essen und Trinken ihr in der kurzen Zeit verschlungen habt. Natürlich nichts im Vergleich zu meinen eigenen Fähigkeiten, was das angeht, aber dennoch beeindruckend. Werdet ihr etwa langsamer? Das ist vollkommen inakzeptabel. Mehr Speisen, mehr Getränke und mehr Lieder. Wir dürfen den Besitzer dieser feinen Lokalitäten nicht beleidigen. So, hier hast du dann noch mehr Bier. Also erstmal essen. Bis wir den Magen kriegen. Ich glaube, mir wird schon schlecht, wenn er. Hallo. Bierkrug. Bierkrug. Nahrung. Singen. Ah, was für eine bemerkenswerte Singstimme. Euer Talent scheint mit eurem Aufenthalt sogar noch zu wachsen. Hier, nehmt meinen Geldbeutel. Könnt ihr dafür sorgen, dass der erste Mann angemessen für seine Speisen und Getränke entlohnt wird? Wir sind eine laute Gesellschaft und es ist so gerecht, dass er für seine Gastfreundschaft gut bezahlt wird. Während ihr euch darum kümmert, muss ich Milo etwas sagen. Was war es nochmal? Etwas über Hobbits, so viel weiß ich noch. Aber was genau? Es wird mir schon wieder einfallen, da bin ich sicher. Ja, bestimmt. Hier. Es gibt so viel zu tun. Ihr gebt Gerstenmann ein paar Münzen aus Bingos Geldbeutel und er nimmt sie dankend an. Oh, vielen Dank, das ist überaus großzügig. Es ist mir eine Ehre und ein Vergnügen, so feine Leute wie euch und Herrn Bingo zu bedienen. Und Herr Gutleib ist natürlich ein Stammgast. Eure Gesellschaft ist überaus freundlich. Häufig muss ich tanzende Gäste von den Tischen herunterscheuchen, die das Geschirr überall hin verteilen. Aber ihr wart wirklich feine Gäste. Jetzt tanzt er. Da seid ihr ja. Bingo hat schon überall nach euch gefragt. Er möchte euch an seinen Tisch zum Tanz bitten. Er hat keinen Widerspruch geduldet. Ihr müsst einfach tanzen.
Okay, wir klettern einmal auf den Tisch. Und wir tanzen. Ich will zwar eher Hände klatschen als tanzen, aber okay. So. Und nun ein paar mehr Münzen. Eine Sache vertreibt eine andere. Und was ist das? Nochmal Münzen? Ah, danke. Vielen Dank. Das ist aber wirklich nicht nötig. Gerstenmann blickt sich verschwörerisch um. Ihr habt gar nicht so schlecht getanzt. Haha, ich meine, nehmt mir das bitte nicht übel. Und vielen Dank noch einmal für die Großzügigkeit von euch und Herrn Boffin. Bingo, mein... Okay. ich schätze mal, ihr findet ihn schlafen auf einem Heulbein bei den Ställen vor dem Pony. Ich bin mehr als einmal in den Pferchen aufgewacht. Das kann ich euch sagen. Vergewissert euch lieber, dass es ihm gut geht. Ja, wir suchen aber erstmal nach Streicher. Wir machen erstmal Hauptstory. Jetzt, wo wir so lange gewartet haben, die Hauptstory zu machen. Da ist die Treppe. Und hier Streichers Zimmer. Hallo Streicher. Niemand kennt seinen Namen, aber hier in der Gegend wird er Streicher genannt. Ja. Einer meiner Lieblingscharaktere. Hier. Hallo Streicher. Ihr bringt schlechte Nachrichten. Wenn Skogrim entkommen ist, können wir annehmen, dass er auf Rache aus ist. Mit der Zeit werden er und die Grimhand sich wieder zusammenrotten. Ihr tapfer gegen ihn gekämpft, aber ich fürchte, wir werden euren Mut noch einmal nutzen müssen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Juhu, Buch 1, Kapitel 1. Der Anführer der Grimhand ist nach seiner Niederlage nach Breland geflüchtet. Und das sicher nicht ohne Grund. Bei all diesen Vorfällen hat sicher der Hauptmann der Neuen seine Hand im Spiel. Das gilt gleichermaßen für den Westen des Auenlands und auch für Breland. Wir müssen seine Pläne aufdecken und ich glaube, ich weiß auch schon wie. Im Osten von Bre haben die Schwarzwolds ein Lager errichtet, das von meinen Männern sorgfältig beobachtet wird. Seit einiger Zeit liegt ein Schatten über dem Lager. Ich vermute, dass Amdir und seine Zwergenfürst dort Zuflucht gefunden haben. Dort müssen wir uns hinbegeben und Amdirs erbärmlichem Leben ein Ende machen. So er denn überhaupt noch als lebendes Wesen gelten darf. Wir warten bis Sonnenuntergang und führen dann einen Schlag gegen die Schwarzwolds. Sagt mir Bescheid, wenn ihr abmarschbereit seid. Seid ihr zum Aufbruch bereit? Dann haltet euch bereit, denn sobald die Sonne untergeht, marschieren wir zu dem Lager, in dem sich Amdir und der Zwerg versteckt halten. Juhu, Instanz. Streicher und die Waldläufer verfolgen ihren gefallenen Bruder zum Lager der Schwarzwolds. Aber nicht alles ist so, wie es scheint. Es ist Übles im Gange. Fühlt ihr die Kälte? Das ist keine normale kalte Luft. Das ist die Kälte der Angst, die Kälte des Bösen. Ich habe keinen Zweifel, dass Amdir hier ist. Doch das ist auch noch, etwas Schlimmeres. Wir sollten uns trennen. Zum Wohl von Mittelerde dürfen wir niemanden entkommen lassen. Lenglen und ich suchen nach einem anderen Weg ins Lager, während ihr und Thorthan nach Amdir sucht. Wir müssen uns beeilen, bevor das Böse von hier losbricht und ganz Breland bedroht. Okay. Ja, dann legt mal los. Dann sich ja nur um Stunden annehmen, bis wir mal losgehen. Ah. Seid ihr bereit? Kommt mit mir, es ist an der Zeit, mit Amdir und diesen Räubern aufzuräumen. Falls Amdir entkommt, könnte das Ende von Mittelerde bedeuten.
Hallo. Wozu ich erlaubt? Wenn ich bedenke, dass das eine Level 15er Quest ist. Oder Bezwinger. Ich vergesse immer, dass man die angreifen kann, wenn sie hinterm Baum stehen. So, wir machen dann schon mal alle platt, während er noch so lange hier rumdümpelt. Dann brauche ich erstmal Ewigkeiten. Die brauchen wir nur noch. Gut vorgekämpft. Leise. Die Dunkelheit kommt näher. Dort in der südlichen Ecke des Lagers. Dort ist die Ursache für die Angst, der Schwarzwolf zu finden. Kommt. Einfach was leuchtet. Sag mal, wo auf der Map sind wir? Okay, da hinten. Nur damit ich, falls wir hier nochmal herkommen müssen, sag mal. Da komme ich da mit deiner Statue. Ich würde gerne wissen, was das ist. Neutat, Geschichte der Dunedain. Ah, okay, dann müssen wir scheint so Orte der Dunedain finden. Alles Gogrim. Jetzt schickt er mir hier wieder so Ratten auf den Hals, ey. Nicht nett. Boah, alle suchen jetzt einfach nur diesen blöden Zwerg. Bleibt einen Moment. Wer war dieser Zwerg und wieso kann er Unheude Befehle erteilen? Es ist klar, dass die Schwarzwürze vor dieser Kreatur fürchten. Ich fürchte nach wie vor, dass sich noch etwas Größeres in diesen Ruinen befindet. Und wo ist Amdir? Vielleicht hinter diesem Tor da. Bin nicht sicher, ob wir Amdir finden wollen. Oi. Hallo, Nazgul. Er rennt schon weg. Iogan.
Oh, hallo Amnir! Oder das, was noch von Amnir übrig ist. Den Nektarmüll. Naja. Nasenbohnen nur in Rot. Quasi. Okay. Was für ein schrecklicher Tag. Es ist sowohl ein finsterer als auch ein fröhlicher Tag. Es tut mir weh, dass wir gezwungen waren, Amnir zu töten. Aber dennoch ist eine Last von meinen Schultern gefallen, der nun seinen Frieden gefunden hat. Ich werde euch zu Streicher zurückführen und zu meinem Lager zurückkehren. Was für ein schrecklicher Tag. Sogar die Luft scheint von dieser nächtlichen Aktion verpestet zu sein. Wir sollten hier nicht länger verweilen. Die Nazgul haben den Isen überquert und ziehen nun in Richtung Auenland. Die Hobbits müssen schnell sein, wenn sie dem Zorn der Neuen entgehen wollen. Wir können nur hoffen, dass es Frodo gelingt, den Fallen des Feindes zu entrinnen. Vielleicht. Weh über Amnir. Es hat mich tief getroffen, dass es dem Feind gelungen ist, Amnirs Gesinnung derart zu ändern. Er war mein Freund, Teil meiner Familie. Meine Leute werden ihn als den Mann in Erinnerung behalten, der er einst war, gut und edelmütig. Ich mache mir Sorgen, weil die Nazgul den Fluss überquert haben und ausgerechnet jetzt ins Breland eingefallen sind. Es geschehen Dinge, die das Schicksal von Mittelerde beeinflussen könnten. Falls ihr willens und in der Lage seid, hätte ich dann noch eine weitere Aufgabe für euch. Und was hast du für Ausrüstung? Okay, das können wir gebrauchen. Ich habe eine Aufgabe für euch. Einmal. Ich würde zu gern wissen, wer das Zwerg war, den ihr im Lager des Schwarzwalds getroffen habt. Ich weiß es. Zwerge sind von Natur aus edel gesinnt und lassen sich von nichts und niemandem etwas vorschreiben. Warum dieser hier dem Feind dient, kann ich nicht sagen. Noch schlimmer aber ist das Auftauchen der Nazgul. Ich muss zur Oststraße gehen und dort die Augen offen halten, denn ich erwarte Reisende und ich habe nun Angst, dass ihnen etwas zustoßen könnte. Würdet ihr nach Schlucht gehen und mit einem Bannwart namens Unterberg sprechen? Ihr kennt ihn vielleicht. Ein kräftiger kleiner Bursche, der meist mitten durch die Stadt schlendert. Schlagt Unterberg vor, das alte Versteck der Schwarzwald zu durchsuchen. Sobald diese Aufgabe erledigt ist, kehrt hierher zurück und berichtet mir davon. Sollte ich dann nicht mehr hier anzutreffen sein, dann geht vom Schlimmsten aus. Welche Straße habt ihr gewählt, Frodo? Die Ringgeister durchreiten offen das Auenland. Und doch gibt es Orte, die weit gefährlicher sind. Wenn ihr den Weg wählt, den ich fürchte, sucht nach dem Licht in der Dunkelheit. Okay, also wir sind jetzt ungefähr zu der Zeit, wo laut Buch Odo und Konsorten in den Hügelgräberhöhen und umherstreifen. Also ungefähr Pi mal Daumen. Ich grüße Hallo euch. Hallo, Steinmeister. Sitzen wir jetzt? In Schlucht. In Schlucht sitzen wir jetzt. Ja, Stufe 9. Die Quest machen wir jetzt natürlich nicht mehr. Die Stufe 9er Quest. Aber gibt's denn einen VIP-Händler? Weil ich würde gerne eine Auktion... einen Auktionator hier finden. Ich glaube, hier ist kein VIP-Händler. Seht zumindest keinen. Nee. Oder vielleicht da hinten. Mal gucken. Nee, das ist Unterkunftsvermittler. Musikant. Okay. Dann einmal zu Bannwart Unterberg. Wie ist das Wertebefinden? Ist übrigens auch alles Hauptstory, ne? Nur mal so zur Info. Alter, da tappt man einmal kurz raus, ey. Hybrid! Da tappt man, ey, so nichts ahnt einmal kurz raus. Alter. Du willst mich umbringen. Oh, so.
Oh, hallo, kann ich euch behilflich sein? Die Schwarzwolves wurden auseinandergetrieben und haben sich zerstreut, sagt ihr? Das sind ja gute Neuigkeiten für Schlucht. Dieser Waldläufer, Streicher, meint also, wir sollten uns Stinkholzens altes Versteck ansehen. Nun, ich weiß nicht so recht. Ich habe gehört, das soll nicht unbedingt ein sicherer Ort sein. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Nun, ich vermute, ihr habt recht. Ich sollte sicherstellen, dass diese Schwarzwolves sich nicht wieder in ihrer Höhle versteckt halten und ihre Kräfte sammeln. Ich dürfte dabei jedoch Hilfe brauchen. Wollt ihr mit mir zu Stinkholzens alten Versteck gehen? Es liegt südlich des Wachhauses am nordöstlichen Ende des Stadelsees, ganz in der Nähe der Stadelfälle. Wenn sie sich dort sammeln, dann bräuchte ich Unterstützung, um sie zu vertreiben. Sobald ihr bereit seid, kehrt ihr zurück und wir gehen alle gemeinsam zum alten Versteck. Okay. Wie ist das Wertebefinden? Und einmal reisen. Amdirs Niederlage hat den Schwarzwolf das Genick gebrochen. Doch noch immer sind nicht alle Teile des Rätsels gelöst. Warum das Geld? Man kann halt auch so spielen, ne? Du meine Güte! Hier ist es ja still wie in einer Gruft. Ich wünschte, wir könnten sagen, alles sei friedlich und wieder gehen. Aber ich denke, damit wird es wohl nicht getan sein. Also gut, schieben wir das Unvermeidliche nicht weiter auf. Kommt und haltet eure Klinge bereit, falls es Ärger geben sollte. Ich habe keine Klinge. Reichen auch Runensteine? Zirperkörper! Meine Zirperkörper sind wieder da. Oh, meine süßen Zirpers. Ich glaube, die gibt es auch als als Pet. Nicht als Maut, als Pet. Ich will die Zirperkörper als Pet haben. Die sind cool. Ich finde die süß. Ich mag die Zirperkörper. Komm ja nur zwischen. Weil wir müssen mal nachgucken. Chirpa, 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 chirpa. Ja! Es gibt einmal so einen leuchtenden Zirperkörper. Es gibt einen Saphir-Zirperkörper. Und es gibt einen Topaz-Zirperkörper. Also jetzt habe ich nicht nachgeguckt, wie man sie kriegt. Wählt einen Begleiter aus der Liste, um euch weiter. Achso. Wachtjörg Land ist nur für begrenzte Zeit verfügbar. Okay. Sagt mir jetzt nicht, wie ich es kriege, aber okay. Muss ich mir nochmal schlau lesen. Also man kann ihn wahrscheinlich nicht immer kriegen. Gehe ich mal von aus. Aber man könnte. Bleibt er denn? Herr Unterberg! Zerstören. Brauche ich nicht. Ich weiß, Mappa. Aber ich weiß nicht. Warte mal. Was stand da? Was damit gemeint ist. Prachtstücke des Glanzes. Nur für begrenzte Zeit verfügbar. Das halte ich noch für nicht besonders hilfreich. Zumindest da ich mich noch nicht so gut mit auskenne. Weiß nicht, ob man sich das herstellen muss. Ob man das über ein Event kriegt. Oder im Shop. Aber ich glaube, im Shop wäre oder hätte es dran gestanden. Wissen wir, das muss man irgendwie anders kriegen. Vielleicht finde ich da mal was zu. Ich hätte gern so einen kleinen Superkörper. Schön süß. Zumindest den Saphir-Zirperkörper und den Amethyst-Zirperkörper hätte ich gern. Den Topaz nicht unbedingt. Also da finde ich das Leuchten nicht ganz so schön. Ja,
Du musst durch Bingos Buffengeschichte in den Braun das Eichhörnchen kriegen oder durch Tausch in den Trollhöhlen. Echt? Könnt ihr mich denn nicht meinem Elend überlassen? Müsst ihr erstmal gucken. Weißt du, wo in Bre. Also, ob in Bre so ein Bingo-Abzeichen-Händler ist? Mappa? Weil im Auenland habe ich den, glaube ich, nicht mehr gesehen. Der soll ja angeblich mitwandern. Ich weiß nur nicht. Ich weiß nicht, wo. Ihr hättet nicht einen Moment früher kommen können, oder? Bevor der Zwerg mich durchbohrt hat, vielleicht. Ja, muss wohl so sein. Zuerst war es Eogan, der gesagt hat, dass wir alles reich werden, wenn wir Angmar die Treue schwören. Als daraus nichts wurde, haben ein paar von uns entschieden, dass wir nichts mehr mit Angmar zu tun haben wollen. Wir haben mit ein paar neuen Leuten gesprochen, Menschen, die vom Süden heraufkamen. Eine hässliche Gesellschaft war das. Aber sie scheinen zumindest keine grausamen Geister oder sowas auf uns hätten zu wollen. Scheint jedoch, als ob Angmar der Gedanke nicht gefiel, dass wir sie verlassen würden. Dann taucht dieser Zwerg auf und ihr seht ja, was er mit mir gemacht hat. Nun, ich vermute, die Schwarzwolle sind erledigt. Also, dass man durch diese Boffin-Abzeichen was kriegt, weiß ich. Weiß halt nur nicht, wo dieser Typ rumlungert. Genauso wie du, wenn du den Ruf in den einzelnen Fraktionen erhöhst, kriegst du auch ein Pad und später kannst du dir einen Mount holen. Das Stammesmount, glaube ich. Für jedes der Fraktionen. Oder der Gebiete 1. Deswegen würde ich das auch unbedingt machen. Sind leicht verdiente Mounts. Nur nervig. Viel Farm. Sehr viel Farm. Warte mal. Was braucht man eigentlich, wenn man irgendeine Katze haben möchte? Irgendeine Katze? Huch! Nicht unbedingt in Großbuchstaben. Flauschige graue Katze. Tauschhandel während des Jubiläumsfestes. Aleoshop. Der Tausch erhält durch die Verwandter der Waldläufer von Islin. Okay. Aleoshop. Das ist eine accountgebundene Katze hier, die eine, glaube ich. Verfügbar durch Prachtstück des... Ich weiß immer noch nicht, was dieses Prachtstück des Glanzes ist. Beim Herbstfest erhältlich. Man kann schwarze Katzen beim Herbstfest holen. Okay, also ich muss das Herbst-Event definitiv machen, weil ich will die schwarze Katze. Einen Moment. Nun, es scheint, als ob dieser mysteriöse Zwerg entkommen ist. Wie er hier herausgekommen ist, bleibt mir ein Rätsel. Nach dem zu urteilen, was ihr uns von diesem Räubern berichtet habt, hätten wir mehr auf den Zwerg aufpassen sollen, als auf die Schwarzwurz. Nun, ich vermute, die Schwarzwurz sind jetzt wirklich am Ende. Trotzdem, irgendwie fühle ich mich immer noch nicht sicher. Wie dem auch sei, hier bleibt nicht mehr viel zu tun. Ihr überbringt die Neuigkeiten am besten eurem Waldläuferfreund in Bre. Aber, Mappa, falls du die Boffel-Quest haben willst, schau dich im Auenland ein bisschen weiter um. Mehr sag ich. Einfach nur im Auenland so ein bisschen. Könnt dort hinter jeder Ecke lauern. Die Waldläufer, die einst die Grenzen des Auenlandes bewachten, wurden aufgerieben. Frodo hat das Auenland verlassen, doch in Bre erwarten ihn große Gefahren. Okay. Ich komme zu spät. Jemand muss ihn vor den Nazgul finden. Ich vermute mal... Ich vermute mal, dass die Nazgul... Wie bin ich hier jetzt holen? Nicht ganz, Dufte, nicht ganz. Aber einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Hallo, Herr Unterberg. Seid gegrüßt. Gute Arbeit, für wahr, gute Arbeit. Dieses Schwarzwoldlümmel habt ihr es aber gezeigt. So ein bisschen. Okay, da bringt uns das nichts. Wird bei Erwerb gebunden. Warum wird jede Scheiße gebunden, ey? Dürfte ich kurz mit euch sprechen?
Einen guten Tag wünsche ich euch. Was hält euch noch hier? Diese Schwarzwurzeln sind fort und wahrscheinlich für immer. Dieser seltsame Zwerg könnte noch irgendwo in dieser Gegend sein. Aber ich wette, er wird irgendwo anders hinziehen, wo es interessanter ist. Ihr solltet eurem Freund Streicher in Bree diese Nachricht überbringen. Wenn er euch geschickt hat, dann wird er wissen wollen, was wir herausgefunden haben. Er hält sich vermutlich im tänzenden Pony auf. Diese Waldläufer trinken ganz gerne ein Bierchen und dem Pony gibt es nach wie vor das Beste. Ich danke euch für eure Unterstützung, aber jetzt brauchen wir uns keine Gedanken mehr, um Räuber in dieser Gegend zu machen. Und wir werden wegtempomorpht. Kapitel 4 sind wir schon. Eieiei. So. Nein, da nicht hin. Hier einmal hin. Okay. Wir müssen schnell handeln. Ist doch noch da. Ihr seid zurück und gerade noch zur rechten Zeit. Seit eurer Abreise ist hier viel passiert. Aber ich habe nun keine Zeit, euch darüber zu berichten. Was ihr mir erzählt habt, wird meinen Männern hier in Breland gute Dienste erweisen. Doch im Moment gibt es eine dringlichere Bedrohung, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Während ihr unterwegs wart, haben dieselben Nazgul, die ihr mit Amde gesehen habt, den Gasthof hier angegriffen. Sie suchten die Reisenden, auf die ich warte, 4 Hobbits aus dem Auenland. Ich kann euch nicht sagen, warum sie an meinen Gefährten ein derartiges Interesse hatten. Aber was ich sicher weiß, ist, dass ich eure Hilfe noch einmal in Anspruch nehmen muss. Ich brauche eure Hilfe. Ihr habt genau wie ich zwar 5 Nazgul gesehen, doch in Wirklichkeit sind es 9. Bevor ich meinen Gefährten aus Bree herausbringe, muss ich wissen, wo sich die anderen 4 aufhalten. Würdet ihr nach Westen gehen und mit Lengling sprechen? Ich habe ihn nach Bockland geschickt, damit er ein Auge auf einen bestimmten Hobbit wirft. Aber es scheint, als ob Herr Unterberg und seine Freunde sich für einen anderen Weg entschieden haben. Sie stehen nun hier unter meinem Schutz. Dennoch könnte Lengling wissen, wo die anderen Nazgul sich aufhalten. Er lagert auf einer Anhöhe im Norden des Bockland-Tors und hat vielleicht etwas gesehen, was mir von Nutzen sein könnte. Aber ihr müsst euch beeilen. Ich darf unsere Abreise nicht lange hinauszögern. Okay. Okay, wir haben hier immer noch zigtausend Quests. Nein. Das sind 2. Okay, wo denn nicht jetzt hier? Ich habe mich verlaufen. Ja, wir nehmen jetzt in den Pony verlaufen. Ah, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite da. Okay. Gut, das erklärt's. Das erklärt's. So. Ich komme aus dem Hörgrund, das ist, was ich euch hier angefangen habe. Ihr wisst schon. Hab ich nun mal. Ich kann da nichts für. Passiert. Müssen wir VIP-Händler nicht da ganz irgendwo hocken? Egal. Schauen wir uns hier halt um. Breland Festplatz. Findet Bingo irgendwo vom tänzenden Pony. Wo denn? Ist denn Bingo?